Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu V Rising. Ich war jetzt auf dem Weg nach Hause von der letzten Folge in diese Folge und habe ein bisschen gefarmt. Wie viel gucke ich gerade mal? Ja, guck mal hier, ein bisschen Holz, ein bisschen Stein. Bisschen Kupfer hatten wir ja auch noch gefunden, also insofern sehr, sehr nice. Dann habe ich schnell wieder die Feuerschalen angemacht, damit wir hier nicht verbrennen. Ich war schon wieder kurz davor. Naja, auf jeden Fall wollte ich jetzt, was wollte ich dann machen? Ich wollte irgendwas bauen. Und zwar wollte ich bauen, ich gehe erstmal noch mal kurz gucken, was ich jetzt mal, hier, diesen Blutaltar, ne? Den hätte ich gerne. Den hätte ich furchtbar gerne. Den setzen wir uns hier mal hin. Ach, ich bin so doof. Ich wollte nicht den Blutaltar. Oh Mann. Oh nein. Warte mal. Ach, das war saudumm jetzt gerade. Demontage 100% erstattet. Okay, dann demontiere ich das mal. Gott sei Dank kriegen wir alles wieder. Ich wollte nicht den Blutaltar, sondern die Blutpresse. Das war das, was ich haben wollte. Veredelung, Mühle, Ungeziefernest. Hier, das Ding wollte ich haben. Das war's, was ich haben wollte. So, lass gucken. Und das stelle ich jetzt mal hier hin. Jawohl. Und auch das Ungeziefer-Ding. Aber ich weiß nicht genau, was uns das bringen soll. Das werden wir aber noch herausfinden. So, was können wir denn jetzt hier machen? Im geschlossenen Schlossraum plus 25%. Also geht wahrscheinlich schneller dann die Verarbeitung. Und hat passenden Boden minus 25%. Dann kostet das weniger. Alles klar, wenn wir einen passenden Boden haben. Aber Boden haben wir noch gar nicht. Insofern, joa. So, wir haben 8 Ratten und könnten daraus Blutessenz machen. Das würde ich jetzt einfach mal tun. Mal gucken, was passiert. Wir können aus verdorbenem Herz, was wir nicht hier haben, unbeflecktes Herz und erlesenes Herz. Mal, verdorbenes Herz habe ich schon mal gesehen. Das haben wir, glaube ich. Hier. Würde ich mal mitnehmen eben. Also wir gucken mal, ob das irgendwas... Ich denke mal, dass wir da viel Stuff für kriegen, ne? 4 Stück davon. Okay, so hier haben wir schon mal 10 bekommen für die 4 Ratten. Das ist jetzt nicht so viel. Aus 4 verdorbenen Herzen kriegen wir aber schon 60 Blutessenz. Das ist natürlich nice. Und aus den Dingen hier, aus... unbeflecktem Herz kriegt man verbesserte Blutessenz. Damit können wir denn Leute kontrollieren oder irgendwelche Dinge. Aha, aha, okay. Interessant. Nice, nice. Okay, so, ich baller jetzt hier erstmal noch eine Runde Dingens rein. So. Hier, das sind schon mal 10. Ja, sehr gut, kannst du rechnen. Träumchen. Doch, sind 10. So, 11. 11 Dinger kriegen wir raus. Wie viel brauchen wir? Gut, ich will einmal das Schwert. Nee, wir machen kein Schwert, sondern wir machen aus der Keule eine Kupferkeule, damit wir einfach mehr Stuff rauskriegen. Ich weiß es aber nicht. Kriegen wir mehr Stuff raus oder machen wir die Dinger nur schneller kaputt? Ich glaube, wir kriegen auch mehr Stuff raus. Eine größere Wirkung auf Mineralien und Steine hat. Also ja, wir werden das Ding hier bauen und das hier. Wir werden erstmal diese Sachen bauen, weil mit dem Kupferspeer kommen wir relativ gut klar, würde ich sagen. Grabstaub. Wo kriege ich denn Grabstaub her? Da muss ich wahrscheinlich irgendwelche... Oder haben wir Grabstaub hier vielleicht? Nö. Hier ist auch noch 500 Steine drin, ne? Okay, wir müssen schnell wieder die Dinge ausmachen. So.
So, okay. Hier läuft schon wieder irgendwas lang. Ja, das doch. Okay, also machen wir uns erstmal die Werkzeuge. Das macht auf jeden Fall Sinn. So, hier haben wir jetzt 60 von den Dingern und die klatschen wir auch wieder hier rein. Guck mal, 2 Tage, 6 Stunden, das hält ja Ewigkeiten. So, was wir jetzt noch machen werden, ist eine weitere Truhe bauen. Damit wir mehr Zeug lagern können. Dann machen wir direkt noch eine dritte. So. Heißt, ich werde jetzt hier zum Beispiel mal Holz reintun. Und Stein. Und Fasern. Ich glaube, das ist auch ganz nice. So, machen wir hier das auch noch rein. Plus Fasern. So, zack. Das heißt, er packt dann nur das rein, was wir auch schon dort drin haben. Das finde ich sehr nice. So, dann machen wir hier Leder. Knochen. Von mir aus auch Bretter. Alles nehmen. So. Sortieren. Ich packe hier aber auch noch die Blumen rein. Und das hier. Warte mal. Das Papier habe ich schon. Moment. Nee, nee. Papier müssen wir. Müssen wir woanders hinpacken. Wassergefüllte Feldflasche brauchen wir eigentlich gar nicht. So, das machen wir hier noch rein. Und hier kommen jetzt roher Rubin, roher Nebelstein, Gem Dust. Und das hier mache ich dahin. Ich höre Tiere oder irgendwelche Maschinen. Ich habe ein bisschen Para. So, hier. Nehme ich mal mit. Wird natürlich nicht reichen. So. Wir kriegen nicht mal 16. Brauchen wir natürlich noch Bretter. Gut, die habe ich jetzt erstmal weggeräumt. Ist aber nicht so schlimm. So, hier. Wo ist mein Papier jetzt? Achso, 12 steht ja da. Okay, ich dachte, ich kann hier schon was reinlegen, aber wahrscheinlich sollten wir an die Werkbänke selber auch nochmal so ein Ding packen. So eine Kiste. So, sortieren. Kupferbahn. Ich glaube, das macht Sinn, ne? Dass wir an jede Werkbank dann auch nochmal 1, 2 Kisten packen. So, 12 Dinger. Na gut, das wird nochmal sehr, sehr teuer. Gut. Okay, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Bedeutet, ich werde noch mal eine Runde loslaufen. Den Elch kriege ich sowieso nicht. Und hoffen, dass wir hier noch mal so ein bisschen Kupfer oder sowas kriegen. Das wäre wirklich nice. Ah, schön. 3%, 6%. So. Oh, verdorbenes Herz, sehr schön. Ich will Kupfer. Sollen wir mal hier nochmal reingehen? Ich habe so das Bedürfnis. Obwohl, nee, da kamen wir ja her. Da will ich gar nicht hin.
Da kamen wir ja ursprünglich her. Hier geht's nicht weiter, habe ich das Gefühl. Ja. Schade. Hier ist Kartenende. Das ist also das sogenannte Kartenende hier, ja? Ja, gut, dann gehen wir nochmal geradeaus zurück. Also nähren müsste ich mich aber auch noch mal. Ich will da lang. Guck mal da. Na, das ist wieder nicht dieses Kupfer, ne? Das war irgendwas anderes. Doch. Das ist Kupfer. Sehr gut. Ja, damit wir uns wenigstens dann mal die neue Keule bauen können. Das wäre sehr, sehr cool. Oh Gott, da ist so ein Baum. Also 200 Kupfer, 10 Barren, ja. Schwierig. Was ist das hier? Das kann ich aber nicht abbauen. Zu niedrig. Dann brauchen wir wahrscheinlich die Kupfergeschichte, um dann das abbauen zu können. Was ist das, Gold oder ist es ja, Gold, glaube ich, wohl eher nicht. Ja, man weiß es nicht, ne? Man weiß es nicht genau. Oh, warte mal, das nehme ich mit. Oben ist auch Kupfer. Wie komme ich darauf? Ja, das scheinen irgendwelche Spezialsteine zu sein. Wo man irgendwelche coolen Sachen rausbekommt. Wie komme ich denn da jetzt rauf? Ich will zum Kupfer, Leute. Hä? Hier? Da kommt man gar nicht rauf. Das ist ja Kacke. Da muss ich doch irgendwie raufkommen. Ach, hier. Moment. Freund Blase. Oh mein Gott, das ist der 100% Typ. Ja, den lassen wir mal in Ruhe, würde ich sagen. Da werde ich mich nicht mit anlegen. Kein Bedarf. Und die da? 16er, die kriegen wir weg. War die falsche Waffe, aber okay. So, da vorne ist noch ein schöner Wolf. 6%, 4%. So, kein Kupfer. Hier war ich schon mal. Banditenlager, die können wir eigentlich mitnehmen, oder?
Ich nähere mich. Weil wir haben nur noch eine halbe Portion Blut. Ich glaube, das wäre ganz günstig jetzt. So, nehmen wir. Nehmen wir alles mit. Jetzt zerdeppe ich hier einfach alles. Hier haben wir noch eine Kiste. Oh, das ist nice. Papier. Bisschen davon, bisschen davon. Sehr gut. Hier ist auch noch eine Kiste. Geilo. Okay, das war jetzt nicht besonders groß, ne? So, lass mal gucken. Also, hier sieht man Banditenlager, rauer Faden, Papier können wir hier finden. Wolfshöhle, hier kriegen wir Tierhaut. Hier kriegen wir Grabstaub. Trauerlilie, Knochen, Grabstaub. Wir brauchen Grabstaub für irgendwas. Banditenlager. Wir brauchen Grabstaub für... Muss kurz noch mal gucken, was war denn das? Was wollte ich bauen? Oh fuck. Oh no. Scheiße. Ich werde sterben. Na, warte mal. Also eigentlich möchte ich lieber hier hoch. Zum anderen Banditenlager. Das wäre eigentlich ganz nice, aber hier ist so ganz wenig Schatten. Oh nein. Ich weiß nicht, ob ich den wegkriege, ne? Wenn der jetzt hier hochkommt. Könnte es probieren. Am besten ich nähere mich von dem. Wow, Leute. 100% Krieger. Was? Verstärkt alle oben genannten Effekte um 30%. Ich habe 100%. Alles. Was? Oh. Heftig, heftig, heftig. Okay, ich möchte das für immer haben, Leute. Ich bin unfassbar stark jetzt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den so easy wegkriege, ne? Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Habe ich da gerade Kupfer gesehen? Das, ist das Kupfer oder... Ich guck mal gleich. Boah, heftig, Leute. Ne, das war... Das ist genau das andere Zeug, was ich noch nicht weiß, was das ist. Ich würde gerne noch mal zu dem anderen Banditenlager gehen. Hier zu diesem, da vorne. So, okay, perfekt. Das ist aber jetzt auch extrem belohnend gerade gewesen, ne, mit dem Typen. Boah, heftig. So, Banditenlager ist hier.
muss aufpassen. Ich habe nicht besonders viel Leben. Wäre halt cool, wenn die zu mir... Ah, das waren die Banditen, ne? Aber da scheint so ein bisschen Schatten zu sein. Boah, nice. Was? So, hier mal schön stehen bleiben. So. Okay, jetzt geht der Schatten schon wieder zur Seite. So, ich bleibe hier. Ich sammle gleich ein, gleich ist der Tag auch vorbei. Und aber jetzt muss ich, glaube ich, einmal kurz mich etwas heilen. Aber dann geht natürlich dieses super geile Blut weg. Boah, Leute, 100%. Ich meine, das ist natürlich... das, was man braucht, wenn man auf irgendwelche heftigen Bosskämpfe geht, ne? Das war eigentlich ein bisschen doof, denn ich hatte doch hier irgendwo noch so ein Zeug, was ich futtern kann. Aber ich hab's nicht mit. Na gut. So. Das Gute ist, dass die Banditenlager immer wieder nachspawnen und dann können wir da neuen Stuff holen. Oh, jetzt habe ich fast die Hälfte aufgebraucht, ne? Will das Papier haben? Nochmal 10 Papier. Vielleicht können wir dann schon irgendwas Cooles lernen. So, lass mal auf die Karte gucken. Hier ist noch ein Banditenlager. Da gehen wir jetzt direkt hin. Da gibt es auch Papier. Hier ist wieder dieses andere Zeug. Okay. Na, Buddy? Komm ran. Du wirfst gar nichts ab, Natun. Richtig cool. Da vorne ist Kupfer. Ach, Gott sei Dank. Wir haben es. So, das nehmen wir jetzt gleich mal mit hier. Ja, leider sind die 100% bald weg. Aber gut. Zumindest wissen wir jetzt, dass der Typ nicht so schwer zu handeln ist. Den haben wir ja schon öfter jetzt gesehen. Oh. Wieso steht jetzt bei mir 17, Leute? Warum steht bei mir jetzt 17 an dem blauen Ding? Hier. Obwohl da schon mal 20 stand. Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Rüstungsstufe 17. Warum? Sind die Sachen kaputt oder was ist das Problem? So. Da muss ja irgendwas kaputt gegangen sein, oder was? Können die Sachen kaputt gehen? So, wo ist denn das Banditenlager? Hier. Da muss ich hin. Hier oben. Na, Buddies? Nein, warum? Komm. Ich habe eh nichts davon. Von den 100% jetzt gerade. Aber schon ein bisschen ärgerlich, ne? Prozent, 11%.
So, den hole ich mir. Okay. Da ist noch einer. Ach, hier. Oh! Hol ich mir lieber den. So. Dann hole ich mir natürlich lieber den. Was haben wir hier? Leder, sehr nice. Schon fertig, jawohl. Wieso drücke ich ständig auf Escape? So, einfach mal alles zerstören. Das wird sich ja wahrscheinlich wieder respawnen dann. Oder so. Mal gucken. So. Okay. Perfekt. Bin ziemlich angeschlagen, ne? Okay, wo ist eigentlich ein Vampirportal? Wir müssen doch eigentlich auch irgendwann nochmal ein neues Vampirportal finden, damit wir uns hier runterporten können. Weil das ist halt direkt bei uns in der Nähe, weil hier ist ja auch eins. Ich könnte mir vorstellen, dass hier oben irgendwo noch eins sein könnte. Wir laufen mal ein Stück weiter. Wir laufen einfach mal hier hoch. Ich müsste mich aber gleich nochmal, obwohl das können wir auch gleich machen, heilen. Sieht nicht so gut aus hier. Ich würde gerne, wenn wir die neue Rüstung haben. Also eigentlich möchte ich... Ah nee, neue Rüstung können wir ja gar nicht machen, weil... Scheiße. Weil... ich dafür Leder brauche. Und dafür brauchen wir die Gerberei. Und die Gerberei... Ach Mist. Die Gerberei kann ich nur bauen... wenn wir den einen Boss erledigt haben. Ja. Yeah. Oh. So. Eichhörnchen, voll süß. Oh, das sieht aus, als ob man hier angeln kann. Sieht nach einer Angelstelle aus. Ah, guck mal. Hier, da gehen wir jetzt hin. Ich hoffe, dass ich mich damit runterporten kann. Ich weiß nur nicht, was man dafür braucht. Feuerblüte. Richtig nice wäre jetzt noch so ein bisschen Zeug. Oh, warte mal. Ist das ein Banditenlager? Sieht mir ganz so aus. Warte. Rauer Faden, Papier. Da hat mir schon einer entdeckt, nö, ne? Ich lass die mal alleine kämpfen. Guck mal, da ist nämlich gerade der Wolf. Vielleicht kann der die erledigen. So. Was war das denn?
3%? Wie? Hä? 3%? Sag, ich hab den falschen genährt. Holen. Auch wieder nur 3%. Egal, egal, egal. Komm. Das nehmen wir doch gerne mit. Ist das hier alles? Was war das denn gerade? Ich guck gleich mal. Aber eine Kiste haben wir hier nicht, ne? Sortiment feiner Gemälde. Bringe dieses Buch zu einer Forschungsstation, um eine neue Technologie freizuschalten. Ach, guck. Ach, das ist ja spannend, Leute. Das ist ja nice. Das machen wir doch. Wir haben ja eine Forschungsstation. So. Ich würde auch gerne die ganzen Waffen mitnehmen, aber irgendwie, nun ja. Okay, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gucken wir mal, ob wir hier über das Portal wieder nach Hause kommen. Und dann schauen wir mal, was wir da in der Forschungsstation finden werden. Bin sehr gespannt. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.